Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. So, in diesem Video möchte ich auf hierarchische Schaltpläne eingehen, auf die globalen Label und hier auf die hierarchischen Bezeichner. Wozu brauchen wir jetzt so einen hierarchischen Schaltplan? Das ist im Prinzip ganz einfach. Irgendwann, wenn wir jetzt hier so zeichnen, geht uns ja auf so einem Schaltplanblatt der Platz aus. Und dafür müssen wir natürlich dann irgendwann einmal einen neuen hierarchischen Schaltplan erstellen. Also ein neues Blatt hinzunehmen, auf dem wir dann weiter zeichnen können. Als Hinweis zu dem Thema hierarchische Schaltpläne. Wer hierarchische Schaltpläne erstellt, sollte immer darauf achten, wie er sie strukturiert. Strukturieren würde ich zum Beispiel so einen hierarchischen Schaltplan nach Baugruppen. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an, wir hätten jetzt eine Audio-Endstufe, die wir bauen möchten. Dann haben wir in so einer Audio-Endstufe drin zum Beispiel also eine Stromversorgung. Das würde ich dann, diese Stromversorgung würde ich dann auf einen Schaltplan nehmen, also in einer Hierarchie ein zweites Blatt aufmachen für die Stromversorgung. In dieser Stromversorgung haben wir dann vielleicht einen 220 Volt Teil und dann den 12 Volt oder 24 Volt oder verschiedene Spannungsteile. Die würde ich dann in diesem Blatt dann in der nächsten Ebene nach unten erzeugen und dort dann die entsprechenden Teile einzeichnen, die ich für die anderen, also für die niederen Spannungen benötige. Dann würde ich mir hergehen und sagen, ich nehme einen Plan für die Eingänge, wo ich nur Eingangskonnektoren zeichne mit den jeweiligen Anschlüssen. Dann die entsprechenden Ausgänge auf einen anderen Plan und die einzelnen Baugruppen, halt die Verstärker und so weiter und so fort, Equalizer, was man so halt alles, Filter etc., die wir dann in so einer Endstufe drin hat, die würde ich dann also auf jeweilige Pläne verteilen. Wie erstellen wir uns jetzt so einen hierarchischen Schaltplan? Das ist ganz einfach. Wir gehen also hier nach rechts. Da haben wir jetzt hier, Moment, ich, so, na, jetzt. Also wir sehen jetzt hier so ein Schaltplanblatt hinzufügen. Das ist auch die Taste S, kann man machen, kann man sich leicht merken, Schaltplan hinzufügen. Ich nehme jetzt hier mal den Button. Und ich platziere jetzt mal hier meinen Schaltplan, indem ich einfach hergehe, einen Linksklick mache und hier so ein Fenster aufziehe. Jetzt werde ich gefragt, wie dieses Sheet heißen soll. Ich nenne das jetzt mal Tutorial 2. Ich kopiere mir den Namen hier nach unten, um auch das Blatt gleich so zu benennen, also die Datei an sich selbst. Und ich kann jetzt hier, das ist neu im KiCad, im KiCad 6 hier eine Rahmenfarbe vergeben. Ich nehme hier mal ein schönes helles Grün und ich kann hier sogar eine Hintergrundfarbe wählen. Auch da nehme ich mal so ein Grün. Das war im KiCad 5 nicht möglich. Und ich sage jetzt hier in Ordnung. Wenn ich mein Werkzeug mit Escape beende, sehen wir, wird jetzt hier so ein grünes Fenster geöffnet und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, wechsle ich jetzt in dieses Schaltplanblatt. Wer hier oben mal in die Kopfleiste schaut, sieht jetzt auch, wir sind jetzt hier im Tutorial 2 Blatt, ein neues leeres Blatt, auf dem ich zeichnen kann. Ich habe jetzt hier auch noch die Möglichkeit, mir die Hierarchie einblenden zu lassen. Das ist also der Button hier. Ja, Schaltplanblatt-Hierarchie einschalten. Und wir haben jetzt also hier eine Unterebene. Das wäre jetzt zum Beispiel unsere Baugruppe für die Stromversorgung für so eine Audio-Endstufe, wie ich es gerade eingangs beschrieben hatte. Ich kann hier in das nächste übergeordnete Blatt wechseln. Kann ich auch mit Alt-Backspace machen oder eben hier auf diesen Button klicken. Und ich erzeuge jetzt nochmal so ein Blatt. Indem ich jetzt zum Beispiel mal hier oben raufklicke, mache ich mir hier noch ein bisschen Platz. Und sage, ich zeichne das jetzt mal hier rein. Ich nenne das jetzt mal Tutorial 3. Markiere mir mein Blatt. Ihr benennt das natürlich sinnvoll, logischerweise für euer jeweiliges Projekt. Ja, so. Und wir sagen, in Ordnung, das ist jetzt also nur ein einfacher Rahmen. Ich kann hier auch auf den Rahmen draufgehen, den anwählen, sage hier die Taste E, Eigenschaften wählen und ich kann jetzt hier nachträglich auch noch meine
Rahmenfarbe und vielleicht auch meine Hintergrundfarbe ändern. Das ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber es macht auch hier jetzt deutlich, aha, wir haben jetzt hier zwei weitere Schaltplanblätter angelegt. Doppelklick drauf, bin ich auch jetzt hier wieder in diesem Schaltplanblatt und ich kann jetzt hier entweder über den Button oder über Alt Backspace nach oben gehen oder mit einem Rechtsklick Schaltplan verlassen. Das muss ich natürlich dann in einer freien Fläche in diesem Schaltplan tun und ich komme hier wieder eine Ebene nach oben. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Hinweis: Wenn man mit einem hierarchischen Schaltplan arbeitet oder wenn ich ein Projekt habe, wo ich schon von vornherein weiß, dass ich also einen hierarchischen Schaltplan erstellen muss, würde ich vorschlagen, dass man oben in dem Hauptblatt, so wie wir es jetzt hier sehen, wir sind ja jetzt hier oben an der obersten Stelle der Hierarchie im Hauptschaltplan, dass man an dieser Stelle nichts anderes tut, als einfach hier Schaltplanblätter zu öffnen und hier keine Bauteile reinzeichnet, sondern nur Schaltplanblätter und dann über hierarchische Pins bzw. über globale Label die Vertratungen von den darunterliegenden Schaltplanblättern über diesen Hauptschaltplan wieder in das nächste darunterliegende zu führen. Wie das geht, zeige ich gleich. So, ich wechsle mal hier in Tutorial 3. Ich mache hier nochmal eine zweite Ebene auf. Das kann ich auch tun, indem ich jetzt hier wieder einfach hergehe und sage, ich ziehe das jetzt hier mal auf. Die Farbe spare ich mir jetzt. Ich nenne es jetzt mal hier Tutorial 4. Und hier würde ich eben, wie gesagt, dann die Baugruppennamen vergeben. Ich spare mir jetzt mal die Farbe und ich mache jetzt hier einen Doppelklick drauf und wir sehen, ich bin jetzt hier in einer Unterebene von der ersten Unterebene sozusagen. Und wir sehen das auch hier, wenn ich jetzt hier mal die Schaltplanhierarchie öffne. Wir haben also jetzt den Hauptschaltplan, wir haben die zwei darunterliegenden Schaltplanpläne, die auf der einen Ebene liegen und im Tutorial 3 haben wir eben jetzt hier nochmal eine weitere Ebene nach unten und so kann ich das jetzt hier nach rechts ausbauen, wie ich das benötige. Soweit, so gut. Ich gehe jetzt hier wieder nach oben. Schauen wir mal hier unten in diese Übernahme hier rein. Also wir sehen ja jetzt hier meine Bezeichnung von der Seite einrichten. Ich gehe mal hier in diesen Schaltplan. Wir sehen jetzt hier, dass es nur das Sheet Tutorial 2 ist und der Pfeilname dazu, aber wir sehen hier, dass hier nichts übernommen wurde. Deshalb gehe ich wieder nach oben. Ich wechsle mal hier in die Seiteneinstellungen und ich sage jetzt hier, ich habe hier schon einiges angewählt. Ich nehme das mal raus. Ich möchte jetzt meinethalb nur die Revision. Ich möchte das Datum haben und meinetwegen noch den Titel an sich und den Ersteller. Ja. So, damit ich weiß, wer diesen Schaltplan gezeichnet hat. Das wähle ich jetzt an. Ich muss jetzt einmal OK drücken und ich wechsle jetzt hier in diesen Unterschaltplan, Doppelklick rein und wir sehen also, er hat jetzt nur das übernommen, wo ich meine Häkchen gesetzt habe, meine Checkboxen, hier eben den Ersteller, den Titel, die Revisionsnummer und das Erstellungsdatum hier unten, 7.1. Könnte ich jetzt natürlich auch auf 9.1. für den heutigen Tag ändern, wenn ich das möchte. So, gehen wir wieder hier nach oben. Wenn ich jetzt hergehe, ich schaue mir noch mal hier meine Ebene an. Ich gehe mal jetzt hier, auch hier von der Ebene aus, kann ich mit diesem Fenster schnell hier in die Schaltplanblätter wechseln. Auch das geht, also Ebene anklicken, hier einfach einen Klick auf die jeweilige Ebene. So muss ich mir hier nicht immer mit zurück und wieder reinklicken mich bewegen, sondern ich kann dann direkt in den jeweiligen Schaltplan wechseln. Was ich euch jetzt hier zeigen möchte, ich wechsle, sage jetzt hier nochmal mit der Taste S einen Schaltplan erstellen, so ein hierarchisches Schaltplanblatt. Ich nenne es jetzt mal Tutorial 5. Man sollte hier natürlich schlüssige Namen vergeben und Sheet-Name und Sheet-File-Name sollten eigentlich auch gleich sein, damit man das immer wieder findet. Und auch weiß, welches Blatt jetzt hier zu welchem Pfeilnamen gehört. So, ich gehe mal hier rein. Wir beachten mal, ich hatte ja jetzt hier erstellt, Ersteller Thomas und den Namen. Wenn ich hier reingehe bei neuen Blättern, sehen wir, ist das jetzt hier nicht der Fall. Und dazu muss ich hier wieder auf die Seite einrichten gehen. Wir sehen, auch hier ist jetzt nichts drin. Ich kann jetzt also, könnte jetzt hier was Neues reinschreiben. Ja, zum Beispiel eben einen anderen Ersteller. Nennen wir es mal zum Beispiel hier als
Max, ja, was weiß ich, vielleicht ein anderer Kollege, der das gezeichnet hat. Ich setze das hier rein, wechsle jetzt wieder in den Hauptschaltplan, ja, gehe jetzt hier in meine Auswahl und sage, okay, ich möchte jetzt hier den Titel, die Revision und das Datum. Da möchte ich jetzt ein anderes Datum, da möchte ich mal vielleicht heute das heutige Datum haben. Ich setze das hier mal den Haken weg, nehme aber Titel und das Interface. Meinen Erstellernamen nehme ich natürlich nicht. Und ich klicke jetzt an, weil ich das jetzt möchte, hier vielleicht mal die Firma noch dazu und sage okay. Und dann kann ich hier über die Ebene nach unten wechseln. Und wir sehen also hier jetzt den Ersteller Max mit der Kurzschluss GmbH und Nano Interface. Soweit kann ich also dann das hier ändern. Allerdings muss ich beachten, bei einer Änderung oben im Halbschaltplan werden jetzt auch die hier unten die Firma zum Beispiel wird jetzt auch auf allen anderen Blättern mit eingetragen. Das ist dabei zu beachten, da ich es ja jetzt hier mit angegeben habe, in andere Blätter übernehmen. Wenn ich das natürlich nicht möchte, sondern nur an bestimmten Stellen, dann muss ich es wirklich händisch eintragen. Soweit, so gut. Nachdem wir jetzt die ganzen Informationen in den Schaltplan oder in die Schaltplanblätter übernommen haben, habe ich hier schon mal die Hintergrundfarbe aus diesen Elementen wieder zurückgesetzt. Ich habe hier also Rechtsklick übers Eigenschaftsmenü Eigenschaften hier die Hintergrundfüllung wieder zurückgesetzt auf keine Füllung. Deshalb hier nur der Rahmen. Alternativ geht es natürlich auch anklicken mit der Taste E, komme ich auch wieder hin. Ich breche mal ab. Und ich möchte euch jetzt hier an dieser Stelle gleich noch zeigen in meinem Projektordner, dass also für jedes Schaltplanblatt, was ich jetzt gerade angelegt habe, in diesem hierarchischen Schaltplan auch hier, wir sehen es hier, Tutorial 2, 3, 4 und so weiter, hier oben die 5, auch eine neue Datei angelegt wurde. Ich breche das einmal ab. Möchte ich euch jetzt natürlich zeigen, wie wir hier mit globalen Labeln und hierarchischen Bezeichnern arbeiten. Dazu werde ich jetzt mal hier einen Teil dieses Schaltplans hier nach unten in diesen Tutorial 2 kopieren. Dazu verschiebe ich jetzt mal hier den Schaltplan nach hier drüben. Ich lege den mal hier ab und sage, okay, wir markieren das hier alles mal. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier alles erwische. Gehen wir nochmal hier drauf. Mit Steuerung gedrückt halten. Halt, Shift gedrückt halten. So, jetzt habe ich alles erwischt. Okay, also Steuerung X. Ich schneide das jetzt hier mal aus an dieser Stelle. Gehe hier mit dem Doppelklick rein. Lege das hier mit Steuerung V wieder in den Schaltplan ab. Tue das wieder hier demarkieren. Jetzt markiere ich mir hier den Rest. Ich möchte jetzt hier noch eine Ebene dazu führen. Und sage hier mit Steuerung X wieder ausschneiden. Füge das jetzt hier noch ein, also in die nächste Ebene nach unten. Sage jetzt Steuerung V. Lege das nochmal hier in die Mitte ab. Damit habe ich jetzt erst einmal meinen Schaltplan hier aufgeteilt über mehrere Ebenen. Dann gehe ich nochmal hierher. Ich schiebe das hier in die Mitte zurück, dass wir das besser sehen können. Und ich erlaube mir jetzt mal hier diesen Tutorial 3 und 4 zu Ordner zu löschen, dass wir hier einfach besser arbeiten können. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe also hier diesen Teil, diesen mit dem Optokoppler ausgeschnitten aus dem Hauptschaltplan, habe den einmal hier rein kopiert. Da haben wir jetzt hier den Teil mit dem Optokoppler und von hier aus, hier sieht man noch die Buslinie, die möchte ich euch dann zeigen, wie wir in der Buslinie hier dann nochmal in die nächste Ebene nach unten kommen, auf diesen Bus und dass wir den dann hier auf die Konnektoren anschließen können. So, soweit, so gut. Dazu jetzt hier an dieser Stelle die Erklärung zu einem sogenannten hierarchischen Bezeichner. Also hier hierarchische Bezeichner hinzufügen ist die Taste H für Hierarchie, kann man sich auch merken. Und ich empfehle, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann einerseits von oben nach unten arbeiten. Also, das heißt, ich kann einen hierarchischen Bezeichner von oben nach unten zeichnen. Besser ist es aber hier, ich
sage hier einen Bezeichner hinzuzufügen und ich lege den dann oben an das Schaltplanblatt an. Und das möchte ich jetzt mal hier machen. Ich gehe also hier auf dieses Ende, sage jetzt hier die Taste H und ich lege den jetzt mal hier an und sage mal FSK. Mach mal einen Unterstrich H dazu, damit man es auch, oder machen wir es anders, sagen wir mal H Unterstrich FSK. Das soll jetzt mal dieses H das Hierarchische darstellen, also hierarchischer Bezeichner. Und hier für das FSK-Signal. Und das ist jetzt hier ein Eingang, also das Signal kommt von außen hier nach innen und geht auf diesen Optokoppler, weil ich hier auch noch die Signalrichtung angeben kann. Das wäre jetzt also hier ein Eingang. Würde mein Signal jetzt hier von diesem Optokoppler nach außen eine Schaltplanebene nach oben, also in den Hauptschaltplan gehen, würde ich jetzt hier Ausgang nehmen. Hätte ich jetzt eine Signalleitung, die bidirektional ist, dann eben dieses bidirektional oder Tri-State oder eben passiv, wenn es sich um einen Connector handeln würde. Ich sage jetzt hier Eingang, also kommt von außen, geht hier auf diesen Eingang vom Optokoppler und okay, ich schließe das hier an. Das wiederhole ich jetzt für die anderen drei Leitungen auch, also H-CW. Die Bezeichnung, wie ihr sie wählt, sollte natürlich jetzt eindeutig sein. Ich mache jetzt hier mal mit H-CW. Ihr wählt natürlich eine entsprechende Bezeichnung, die auch für euch selbsterklärend ist. Und bedenkt auch bitte, dass vielleicht mal irgendjemand anders euren Schaltplan lesen muss. Das sollte also auch verständlich sein, dass man die auch erkennt, was damit gemeint ist. So, dann machen wir hier H-PTT. Ich kann natürlich jetzt auch hier mit der Taste R das im Uhrzeigersinn rotieren. Ich setze das jetzt mal hier beispielhaft senkrecht dran. Hier ist es waagerecht, passt gerade schön vom Abstand her. Und machen wir hier nochmal H-Unterstrich frei. So, das setze ich jetzt nochmal hier beispielhaft mit R gedreht, so nach links. Wie ihr das positioniert, richtet sich natürlich nach euch, wie ihr das jetzt hier am besten platzieren könnt und dass es auch lesbar bleibt. So, wir speichern das Ganze ab. Ich gehe mal eine Ebene nach oben. Wir sehen jetzt hier erstmal, sehen wir noch nichts. Und ich gehe jetzt hier auf mein Tutorial, sage mal hier rechte Maustaste und sage jetzt hier Schaltplan Pin importieren. Und dann sehen wir jetzt hier jeden Schaltplan Pin, den ich jetzt unten angelegt habe, also eine Ebene tiefer angelegt habe, den kann ich jetzt hier mir herausholen. Und wir sehen also, ich habe jetzt hier HFSK. Wir sehen auch die anderen vier, die anderen drei, Entschuldigung, die lege ich auch gleich noch an. Eingang. Ich könnte es jetzt hier nochmal theoretisch ändern. Mache ich natürlich nicht. Ist soweit richtig. Dann gehen wir hier nochmal her und sagen hier wieder Schaltplan Pin importieren. Mit der Taste M kann ich den hier auch moven. Auch hier wieder der Hinweis: Eingänge auf die linke Seite, Ausgänge auf die rechte Seite, Spannungen von oben. Das wiederholen wir das Ganze nochmal. Schaltplan Pin importieren. Dann ziehen wir uns hier noch den PTT dran und wir machen das Ganze nochmal für die vierte Leitung. Und so kann ich jetzt hier diese vier Leitungen anschließen. Und da gehe ich einfach hierher. Wir haben also jetzt hier FSK und da ziehe ich meinen Wire hier heran und schließe das an. Das gleiche tue ich dann hier von hier. Kann ich jetzt hier, wir sehen es schon, automatisch wird das ausgewählt hier zurückgehen auf die CW-Leitung. Dann gehen wir hier wieder vom PTT nach unten. Fensterfüllendes Fadenkreuz, sind wir schon hier in der Flucht. Einmal klicken, dass ich es nicht mehr verschieben kann. Wir ziehen hier einfach gerade heran. Ich zoome hier rein, lege das ab und damit ist meine Leitung hoffentlich connected. Werden wir gleich sehen. Ich gehe hier wieder nach außen, sage, ich gehe das hier ran und damit ist das jetzt angeschlossen. Und jetzt gehen wir mal. Hier hilft uns wirklich das Tool auf hervorheben. Ich nehme das jetzt mal. Ich klicke jetzt mal hier die FSK-Leitung an. Die wird jetzt hervorgehoben. Wir sehen die jetzt auch hier. Ich wechsle mal
auf Abbrechen. Dann gehen wir mal hier rein und sagen Schaltplan öffnen. Hier oben gleich im Kontextmenü. So kommen wir auch in diesen Schaltplan rein oder eben Doppelklick. Und wenn ich hier nach unten gehe, sehen wir, auch hier ist das Netz hervorgehoben und ist es sauber angeschlossen. Können wir nochmal eine Ebene nach oben gehen. Machen wir nochmal hier die Gegenprobe. Oder anders, gehen wir hier nach unten, machen wir hier mit Hervorheben nochmal die Gegenprobe für die PTT. Ich will das jetzt hier an, gehe eine Ebene nach oben und wir sehen, et voilà, ist angeschlossen. Jetzt haben wir hier natürlich neue Netze erzeugt. Ich gehe nochmal hier auf Hervorheben, wähle das nochmal ab, beende das Werkzeug mit Escape. Dann müssen wir hier wieder in die Netzklassen hinein wechseln und wir sehen jetzt hier, dass wir hier jetzt Tutorial Bus CW Plus, Moment, wo sind wir jetzt? Muss ich mal schauen, dass wir jetzt hier die ganze Geschichte auf. Wir haben den Bus, der geht nach unten in das Tutorial 5. Wir haben jetzt hier, das sind unsere vier Leitungen. Gut, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Ihr seht, da muss man schon ein bisschen aufpassen auch einmal. Das machen wir jetzt hier auf. Das Wert, auf den Wert Signal zuweisen und wir müssen natürlich auch hier oben noch zuweisen die Leitungen, die wir nach unten gelegt haben. So, jetzt haben wir das mal da. So, dann haben wir hier also wieder unsere Signalleitung. Ich gehe mal hier rein. Wir sehen auch hier unsere Signalleitungen. Jetzt in der jeweiligen Netzklasse und wenn ich jetzt hier ganz nach unten gehe, sollte jetzt auch hier der Bus noch angeschlossen sein. Und wenn ich wieder nach oben gehe, müssen wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie das jetzt hier funktioniert. Ich mache mal Folgendes. Ich hatte ja hier die Textvariable angelegt und zwar diese S-Bus-Variable. Das hatte ich ja bereits gezeigt im letzten Video. Ich gehe also hier mal ran und ich gehe jetzt mal hier auf Label und sage Dollar, geschweifte Klammer auf zu und hier S-Bus und OK. Dann wird das hier jetzt angeschlossen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich bin jetzt selber mal gespannt, wie sich KiCad 5 gegenüber 6 oder 6 gegenüber 5 verhält, so muss ich es ja sagen. Ich gehe jetzt mal auf Hervorheben, ob jetzt solche Buslabel als global gestellt werden. Ich habe das jetzt hier mal angewählt und ich wechsle jetzt hier, ich beende das Werkzeug mal hier nach unten und wir sehen, genau das ist das Problem. Wir haben jetzt also hier also einen lokalen Bus. Und hier unten, obwohl der Bus genauso gleich heißt, sind wir jetzt hier im nächsten Schaltplan. Er ist aber nicht markiert. Ja? Wir sehen also hier markiert rot. Und hier, wenn ich Doppelklick reingehe, sehen wir nicht markiert. Also zwei Busse, gleicher Name, aber unterschiedliche Schaltpläne, nicht markiert. Wie kriegt man das jetzt natürlich hin? Das ist ganz einfach, indem wir uns jetzt hier einfach einen hierarchischen Bezeichner hinzufügen und wir sagen jetzt einfach, den nennen wir jetzt mal hier, ich nenne ihn mal so wie die Text oder nein, geben wir einen anderen Namen, sagen wir mal Signalbus, machen wir es durchaus mal so, der Signalbus, auch dieser Bus ist jetzt hier in dem Sinne ein Eingang von außen, ich lege das mal hier an, wir haben ja nur Signale, die von außen hier vom oberen oder von der nächst oberen gelegenen Schaltplanhierarchie hier nach unten reingehen und dann hier entsprechend ausgegeben werden. Deswegen Eingang. Man könnte jetzt theoretisch auch hergehen und sagen, okay, diese beiden, geht nicht, hängen ja über dem Optokoppler dran, sind ja nur Ausgänge, also muss ich sagen, okay, es ist von oben ein Eingang und geht dann hier auf diesen Ausgang. Wir lassen das mal so auf Signalbus Eingangs, als Eingangssignalbus. Speichern das Ganze, gehen eine Ebene nach oben, sagen hier in diesem Feld Rechtsklick Schaltplan importieren. Ich setze den jetzt hier mal an und ich sage jetzt hier an diesem Bus, den zeichne ich jetzt hier einfach weiter, wenn ich hier rangehe durch meine Einstellungen automatisches Zeichnen,
klicke ich die mal an, ziehe den jetzt hier weiter und lege den jetzt hier auf dem hierarchischen Pin ab. Dann nehme ich nochmal mein Hervorheben-Werkzeug, wähle jetzt nochmals diesen Bus hier an. Wir sehen, jetzt wird auch dieses Element rot und wir haben jetzt hier den hierarchischen Label, und ich kann jetzt hier in die nächste Ebene auch einen Signalbus verbinden, und jetzt habe ich hier wieder den Signalbus mit dem gleichen Namen und über das hierarchische Label in dem hierarchischen Schaltplan hier nach unten weiterverbunden. Das ist ganz wichtig. Also hier, wer mit hierarchischen Schaltplänen arbeitet, dem empfehle ich wirklich zu hier dieses Werkzeug hervorheben. Damit könnt ihr euch wirklich die Netze hervorheben und ihr könnt sehen, ist das Netz jetzt miteinander verbunden oder ist es nicht miteinander verbunden. Das ist ganz wichtig. Das waren die hierarchischen Label. Und jetzt hatte ich ja gesagt, Finger weg von globalen Labeln. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ich gehe jetzt mal hier oben in den Schaltplan. Ich schmeiße jetzt mal hier für diese beiden Leitungen beispielhaft die, ja, machen wir so, wenn es nicht mit Markieren klappt, schmeißen wir jetzt hier mal beispielhaft die beiden Signalleitungen raus. Ich nehme jetzt mal hier die Möglichkeit eines globalen Bezeichners und ich nenne den jetzt einfach mal hier FSK und sage okay. Ich klicke den hier an. Es ist auch völlig egal. Ich gehe nochmal hier mit der Taste E auf Eigenschaften. Es ist völlig egal, ob das jetzt hier Eingang, Ausgang oder bidirektional ist. Es kommt auf den Text an. Das ist also das Entscheidende. Ich kann den jetzt hier auf Eingang, auf Ausgang stellen. Dann sieht das so rum aus. Und ich gehe nochmal hier ran. Und ich sage jetzt hier, das ist jetzt hier CW. Den lasse ich mal auf Eingang. Lege ich den hier ab. Dann wechsle ich mal hier. Also das beende ich das Werkzeug. Ich wechsle hier nach unten. Die beiden CW und FSK hierarchischen Bezeichner, die bewege ich einfach mal hier nach rechts. Die lege ich mal ab. Und ich vergebe jetzt hier den globalen Bezeichner. Und jetzt passiert mir Folgendes, weil ich jetzt hier vielleicht in der fünften Ebene bin, nach 3 Wochen Schaltplan zeichnen. Ich verwechsle das. Ja, ich gebe jetzt einfach mal hier FSK an. So, lass das hier sogar auf Eingang, oben ist es auf Ausgang. Und jetzt versehentlich klebe ich den hier an. Und hier gebe ich jetzt vielleicht mal versehentlich den Namen CW ein. Gehe hier mal auf Ausgang und klemme das auch hier an. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier auf Hervorheben gehe? Schließe ich das hier mal an. Wir sehen, globaler Bezeichner funktioniert über alle Schaltplanebenen hinweg, völlig egal, wo ihr den benutzt. Gehen wir hier nach oben und wir sehen, hier ist auch angeschlossen. Ich kann jetzt auch hierher gehen. Ich klemme den jetzt mal hier an, also das FSK. Dann gehe ich hier wieder eine Ebene nach unten und wir sehen, der ist jetzt hier angeschlossen. Und hier haben wir jetzt ein Problem. Es spielt also keine Rolle, welche Signalrichtung ich angebe. Es entscheidend ist nur der Name des globalen Labels. Und wenn ich jetzt mit hierarchischen Schaltplänen arbeite und mir passiert es, dass ich versehentlich möglicherweise den gleichen globalen Labelbezeichner für ein differentes Netz wieder benutze, habe ich jetzt hier eine Falschverbindung. Und gerade bei hierarchischen Schaltplänen kann das sehr schnell passieren. Und ich hatte es ja bereits angesprochen, ich sehe also immer wieder Schaltpläne, wo nur ein einziges Schaltplanblatt ist, so wie ich das also anfangs hatte. Und hier wird dann in diesem einzelnen Schaltplanblatt mit solchen globalen Labels gearbeitet, weil es sieht ja sehr grafisch, sieht sehr, sehr ansprechend aus. Das macht in einem einzelnen Schaltplan kein Problem, weil ich ja immer, dann komme ich nicht in die Verlegenheit, jetzt hier versehentlich den gleichen Namen für ein anderes Netz zu benutzen. Wenn ich aber in hierarchischen Schaltplänen arbeite, kann mir das durchaus mal passieren, dass ich also hergehe und sage, ich nehme jetzt einen Labelnamen, den ich vielleicht schon 2, 3 Ebenen oberhalb für ein ganz anderes Netz hatte, die gar nicht im Zusammenhang stehen, vergebe aber versehentlich den gleichen Namen
und schließe das an irgendein anderes Netz an, was gar nicht damit in Zusammenhang steht. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal hervorheben. Das ist ganz wichtig. Ja, dann wird dieses Netz verbunden, weil global ist global. Und das ist egal, wie viele Ebenen ihr habt, es wird dann angeschlossen. Und damit baut ihr euch einen Fehler und das wird euer ERC-Check nicht merken. Ja, das ist das große Problem dabei. Deshalb seid bitte vorsichtig mit dem Thema globalen Labels. Wenn ihr mit globalen Labels arbeitet, dann nehmt nur wenige globale Labels, die auch eindeutig sind, wo ihr auch immer wisst, okay, dieses globale Label möchte ich jetzt in irgendeiner Hierarchie nach unten hin wieder benutzen, weil ich es immer wieder brauche und es ist eindeutig. Und ich empfehle an dieser Stelle, geht einfach her und sagt, okay, wir machen jetzt hier mal einen Texteditor auf und wir nennen diese Datei, ich speichere die jetzt mal hier in meinem Projekte Tutorial ab. Ja, und ich nenne die jetzt hier globale Labels. Na, nicht suchen, sondern hier oben rein wollen wir. Also globale Label. Ja. So, das speichere ich jetzt mal hier in meinem Tutorial-Ordner, in meinem Projektordner ab. Speichern. Jawohl. Ja, jetzt schreibe ich hier rein FSK Label für das FSK Signal. Ja. Dann gehen wir hier rein und sagen CW, halt CW Label für das CW Signal, ja, macht das also bitte an dieser Stelle dann eindeutig. Führt euch da wirklich eine Liste, eine Textdatei, die können wir jetzt hier speichern, mit OK schließen. Dann taucht die hier hoffentlich auch auf. Ja, taucht sie nicht. Warum? Weil wir sie jetzt vergessen haben, hier mit .txt zu bezeichnen. Wir brauchen hier bei Qiget zwingend eine Dateiendung. Ich gehe hier nochmal rein. Na? Doppelklick. Wir haben jetzt hier globale Label, aber eben ohne .txt. Mit F2 beenden nenne ich das mal um. Das habe ich jetzt hier an der Stelle vergessen. Kein Problem, machen wir das mal so. Und wir sehen, jetzt taucht die hier auch auf in meinem Projektbaum und ich kann die jetzt jederzeit mit Doppelklick anklicken und die wird also geöffnet und ich sehe jetzt, welche Namen ich für meine globalen Labels vergeben habe. Das heißt, mir kann es jetzt an dieser Stelle nicht mehr passieren, wenn ich in einem hierarchischen Schaltplan arbeite, dass ich jetzt versehentlich hier einen Labelnamen, zum Beispiel FSK oder CW, egal, an einer Stelle vergebe für ein anderes Netz, was ich vielleicht gar nicht mit CW in Verbindung habe, ja? Sondern ich könnte dann hergehen und sagen, okay, habe ich CW, habe ich schon vergeben, nenne ich es jetzt hier einfach mal, was weiß ich, Tutorial, ja. Ja, als nächstes und dann eben Label für ein Signal, ja, oder wie auch immer. So kann ich vermeiden, versehentlich globale Labels zu vergeben, die ich schon mal irgendwo anders in einem hierarchischen Schaltplan verwendet habe, weil ich es ja eben nicht sehe. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, ich speichere das mal, wenn ich jetzt also hier in meine Ebene hereingehe, dann sehe ich vielleicht hier noch FSK und CW, aber spätestens wenn ich jetzt nach hier und nach unten wechsle, sehe ich ja nicht mehr, welche globalen Labelnamen ich hier schon vergeben habe an dieser Stelle. Das ist also ganz wichtig. Deshalb für mich ganz wichtig, arbeitet so wenig wie möglich mit globalen Labelnamen. Ich verwende sie persönlich meistens nur für zum Beispiel Signalleitungen, die ich wirklich an jeder Ebene brauche. Und das ist äußerst selten. Das sind meistens mal ein, zwei Namen, die ich da vergebe, die ich mir auch merken kann. Trotzdem führe ich die dann in so einer Textdatei. Aber mehr an dieser Stelle nicht. Wenn ihr über hierarchische Schaltpläne arbeitet, macht das lieber hier mit diesen hierarchischen Bezeichnern, so wie ich es gerade gezeigt habe. Weil ihr damit wirklich sicher sein könnt. Ihr könnt dann hier eben rechten Mausklick machen, Schaltplan importieren. Ich habe jetzt natürlich hier kein PIN mehr. Ja, auch das ist eine Sicherheit, wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage Schaltplan PIN importieren. Ich habe hier keinen neuen hierarchischen Bezeichner mehr, kann ich auch automatisch nichts mehr vergessen, in einer Ebene nach oben, in die nächste Ebene nach oben irgendetwas zu verbinden. Ja? So, ich hoffe, das war jetzt ausführlich erklärt
Finger weg von globalen Labels, macht's mit hierarchischen, macht's mit lokalen und euch kann so gesehen nichts passieren, dass ihr hier versehentlich Netze miteinander verbindet, die vielleicht nicht miteinander verbunden gehören. Soweit, so gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und winke, winke. Ja, hier noch ein kleiner Nachtrag. Hatte mich ja eigentlich schon verabschiedet. Ticket verlangt jetzt hier bei diesen hierarchischen Bezeichnern, wenn ihr einen Bus verbindet, die gleiche Bezeichnung. Ich zeige das mal. Ich lasse hier mal den ERC-Check laufen. Und ich halte hier zwei Fehler und eine Warnung. Ich ziehe das mal hier rüber. Wir sehen hier, der Name hier von dem hierarchischen Bezeichner entspricht nicht dem Busnamen. Und deswegen meckert Kicket, weil das liegt daran, dass ich hier in dem Bus drin auch gleich noch die Netznamen verbergen. Und deshalb, wenn ihr jetzt einen Bus hier über einen hierarchischen Schaltplan verbinden möchtet, dann werfe ich das jetzt mal hier an dieser Stelle raus. Ich sage mal abbrechen, gehe hier in die untere Ebene, schmeiße den jetzt auch nochmal hier an dieser Seite heraus, gehe jetzt nochmal hier auf die Taste H für hierarchischen Bezeichner. Und ich hatte ja eine Textvariable eingegeben und die nenne ich jetzt mal hier Dollar, geschweifte Klammer auf zu und ich sage hier S-Bus. Dahinter verbirgt sich ja jetzt quasi meine gesamte Busbezeichnung, also das Bus geschweifte Klammer auf FSK und dann hier die Netznamen, also hier so wie es hier auch das lokale Label wiedergibt. Ich lasse das hier mal als Eingang, es kommt von oben, ist ein Eingang, geht hier dann auf diese Ausgänge und ich gehe hier nach oben und sage jetzt Schaltplan-Pin importieren. Das ist natürlich jetzt ein recht langer Schaltplanname, ist aber auch kein Problem. Ich connecte den jetzt hier auf den Bus, den ich ja hier an den hierarchischen Schaltplan von außen herangeführt hatte. Beende das Werkzeug mit Escape. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Hervorheben. Klicke jetzt nochmal das Netz an. Wir sehen auch hier mit Escape Werkzeug beenden, dass jetzt der Busname hier komplett übernommen wird. Und wenn ich hier nach unten gehe, sehen wir auch hier, ist das alles angeschlossen. Und wenn ich den ERC-Check laufen lasse, haben wir jetzt auch keine Fehler mehr. Das ist also wichtig, nochmal als kleiner Nachtrag zu merken, wenn ihr also einen Bus, eine Busleitung über hierarchische Schaltplanebenen führen möchtet, muss der hierarchische Schaltplan-Pin, den ihr jetzt hier an den Bus anschließt, den gleichen Namen haben wie der Bus. Also das heißt hier in dem Fall Bus und hier die Netze, die ich ja damals mit den geschweiften Klammern in diese Busleitung mit hineingepackt habe, dann ist KiCad auch bereit, den hier über hierarchische Ebenen zu führen. Ansonsten wird dann gemeckert. Das noch als kleiner Nachtrag. Und ansonsten, wer jetzt noch Fragen zum Thema hierarchische Schaltpläne hat und zum globale Label, schreibt es mir in die Kommentare, schickt mir da eine kleine Mail oder in den Kommentaren einen kurzen Hinweis. Dann mache ich da auch gerne nochmal ein weiteres Video hin dazu, wenn da jetzt hier vielleicht noch irgendwo Probleme sind, die irgendjemand noch nicht verstanden hat. An dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und winke winke, bis zum nächsten Mal. Ciao!